42, 5er Mauerwerk. Und da sehen Sie schon, ja, wie 42, 5. Ich sehe ja nur einen. Tatsächlich, es ist jetzt nur einer eingebaut. Der Rest sind alles Ergänzungsprodukte, die bereits bei der ersten Lieferung schon mitbestellt werden müssen, um das fachmännisch richtig auszubilden. Der Kunde sagt, ich habe eine Geschosshöhe von 2,62 Meter, weil ich habe eine Fußbodenheizung. Es kommt ein Kunde, der sagt, ich habe eine Geschosshöhe von 2,87 Meter. Dann hat er einen noch besseren Bodenaufbau als Wärmeheizung. Und da müsst ihr schon reagieren. Bei 2,62 Meter, 2,87 Meter ist es so, dass wir einen sogenannten Kimmziegel brauchen. Und dieser Kimmziegel, das ist ein Fachausdruck auf der Baustelle. Jeder Polier weiß, wo der hinkommt. Kimm ist immer die erste Lage. Auch das ist eine Kimmschicht. Warum ist dies eine Kimmschicht? Es ist die erste Lage. Und beim 42,5er Mauerwerk verkaufen wir ein gewisses System, wie gesagt, um das Überbindemaß später einhalten zu können. Das besteht aus einem Eckziegel, der eine Wandstärke hat von 30 cm. Gab es ja früher auch. 30er Mauerwerk macht man heute noch bei Scheunen oder Hallen eventuell, aber im Wohnungsbau macht man das nicht mehr. Und das eigentliche Hauptformat, das 30 in der Stärke ist und 25 in der Breite. Dann haben wir die 42,5 als Massenprodukt für die ganze Wand und für Tür- und Fensterleibungen haben wir natürlich die Leibungsziegel. Das ist ein S entlang, weil der länger ist. Und hier, dieser ist ein bisschen kürzer, den haben wir S ent genannt. Ich wiederhole mich, S ent, S entlang. Jetzt zählen wir mal die Produkte zusammen. 2,62 Meter, Kimmschicht, 1. Eckausbildung, 2. 3. Eigentliches Hauptformat, wo wir am meisten davon haben auf der Baustelle, 4. Einen langen Ziegel, 5. Und einen kürzeren Ziegel, weil der sich ja nachher, ich setze ihn gleich um, bei der nächsten Lage oben drauf sitzt, 6. Wir haben also 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Formate, die wir bereits bei der ersten Lieferung auf die Baustelle mitliefern müssen, um das Mauerwerk fachmännisch richtig zu errichten. Weil auf der zweiten Lage käme ja dieser End hier hin und somit seht ihr schon, es sitzt ja genau auf diesem halben Ziegel. Und somit ist das, wenn ich die Ecke drehe, immer gewährleistet, dass da diese Ecke safe ist und ich einen fachmännisch richtigen Verband bekomme.